Ja, willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Pocket Edition hier mit dem Fred und dem Matthias. Mahlzeit. Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ich war hier unten in den Karpaten und hatte jetzt so ein bisschen Eisen geschmolzen. Genau, da ist es. Um mir jetzt eine Eisenspitzhacke zu bauen, um dann wiederum... Genau, das mache ich auch. Oh, ich habe keines... Habe ich jetzt kein Holz? Und, Scheiße, ich glaube, ich habe natürlich kein Holz dabei, der Idiot. Nein, bitte nicht. Und ich habe ja hier schon mal angefangen, mir so ein kleines oder uns so ein kleines Häuschen zu bauen. Dafür ich habe kein Holz. Jetzt natürlich noch mehr Holz. Ich habe kein Holz. Ich muss hier schon mal wieder so einen Baum abflexen. Fuck, ich habe kein Holz, ich habe kein Holz. Immer gut, in die Höhle zu gehen, ohne Holz mitzunehmen. Jetzt brauche ich. Ja, gut, das ist natürlich richtig. Hier habe ich eben schon mal so ein paar Saplings gepflanzt, wie ihr seht. Falls ihr seht, eben hat es nicht funktioniert, mein Bild mit aufzunehmen. Beziehungsweise mit ins Video zu integrieren. Aber vielleicht klappt es ja diesmal. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Holz jetzt für mein Gerät vom Haus. Und deswegen werde ich jetzt erstmal... Oh, da ist fuck schon wieder so ein Creeper rum, ey. Kriege ich den jetzt wohl besser mit dem... Da wäre ich fast runtergefallen. Kann man den Creeper jetzt mit dem Steinschwert besser kaputt machen oder mit der Eisenspitzhacke? Mit dem Schwert. Oh, puh. Alter, habe ich Sahne gehabt. So, jetzt sind wir also wieder oben. Denn wir müssen ja jetzt noch. Jetzt baue ich diese Scheiß immer zu, die er jetzt hier verbrutzelt hat hier. Erstmal bauen wir hier noch ein bisschen zu, damit jetzt hier diese ganzen Sachen, die Matthias jetzt hier reingepflanzt hat, nicht uns behindern beim Aufstieg. So. Oh, hat aber schönes rechteckiges Loch hier gefräst, der scheiß Creeper. Es sind auch gar keine. Es ist auch gar kein Holz mehr da. Ich weiß nicht jetzt auch. Kann das sein, weil du das auf höchste Schwierigkeitsstufe gemacht hast, dass deswegen überall die Creeper sind und nicht nachts kaputt gehen? Kannst du das nicht runterstellen? Mach mal auf easy oder so. Geht nicht. Warum? Weil ich den Regler nur bis ganz nach oben und ganz nach unten schieben kann. In der Mitte nicht. Ja, das heißt, es gibt. Es gibt entweder. Es gibt. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Alter, da sind ja nirgends für Bäume, du Affe. Hier sind jede Menge Bäume, ich bin eben alles angepflanzt schon. Ja, du hast vor allem alles abgepflanzt. Na hier, oh, hier ist er ja schon wieder, der Affe. Ja klar. Ja klar. Mach doch, bau doch nicht immer alles, bau doch nicht. Baust doch aus Stein. Du musst das doch nicht aus. Ich möchte aber ein Holzhaus haben. Ja, deine Mutter hat ein Holzhaus. Du kannst ja ein Steinhaus bauen. Nee, ich brauche erstmal Stickies für die Äxte. Ich hab doch da überall Zeplings eingepflanzt. Dann guck doch, wo einer ist und... Ja, hab ich ja, aber da ist ja noch nichts rausgekommen. Da ist ja noch nirgendwo was hinterhergekommen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwo... Gibt's hier Knochenmehl im Spiel? Ich hab auf jeden Fall Knochen. Ja, dann gibt's wahrscheinlich auch Knochenmehl. Na, komm her. Komm her, du Baum. So. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Aktuelles. Pep Guardiola kann Deutsch, toll. Als ob sonst nichts. Und ein ganz, ganz sympathischer Mann. Bayern ist mir heute auf einmal richtig sympathisch geworden, also. Andersrum, er ist dadurch unsympathisch, dass er zu den Affen gegangen ist, wahrscheinlich. Ich mag Bayern jetzt. Bayern ist jetzt sympathisch. Oh, ist ein riesiger Berg auch noch, Leute. Und da ich noch Kohle an der Seite. Ah, hier ist also das Ende der Map, okay. Jetzt habe ich mich natürlich mal wieder verlaufen. Ah, da sehe ich schon im Hintergrund das komische hässliche Gebilde, da kann man sich mal gut dran erinnern, gut dran orientieren. Wenn er irgendwas Hässliches in der Landschaft sieht, dann ist das das Haus von Matthias und dann... Ist noch nicht fertig. Ja. Mir sei gespannt. So, jetzt sind wir wieder hier drin. Und so weiter. Nein! Das wollte ich ja gar nicht machen. Wobei, wir können es auch unten machen. Mhm. Naja, und er wollte mir noch erzählen, man kann am Crafting Table Holzbretter machen, ist klar. Ja. Kann man nicht. Natürlich. Nein. Doch, in der Planke, da weiter runter sind die irgendwo. Da sind ein bisschen dran vorbeigefahren. Nein, da sind keine. So, ein paar Kickies. Und jetzt eine schöne... Was ist es hier? Eisen...
Spitzhacke, die wir jetzt allerdings natürlich noch nicht benutzen. Wir haben ja nur eine. Deswegen gleiche Schuhe. Wow, nicht runterfallen, Senior. Es wird schon wieder dunkel, wie behindert. Ja, ich mache ein paar Bretter. Du hast doch ein Häuschen. Ja. Aber ich hoffe, du hast es innen drin nicht beleuchtet und dir spawnt so ein richtig fettes Viech da drin. Hast du nicht, ne? Natürlich. Hast du innen drin beleuchtet? Ja. Ja, 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 ist klar. Na, nirgends wo. Da ist die Fackel, da sind Fackeln. Ja, viel zu wenig. Siehst du doch in der Mitte, dass da schon kein Licht ist, du Affe. Das hat doch jetzt schon zwei Nächte überlebt, ohne dass was gespawnt ist. Hm. Vielleicht ändere ich den Modus gleich eben auf Creative und spawne dir ein paar Viecher da rein, aber das geht ja auch nur mit. Spawnt ja dann auch nur so Tiere und so. Doch, ich hab noch Fackeln. Was ihr nicht wisst, Matthias hat auch gerade schon eine riesige Fackel, denn er ist immer betrunken und. Naja, was will man machen, ne? Labber, scheiße. Man findet keine guten Arbeitskräfte mehr heutzutage. Ich finde, wir sollten das Minecraft auf jeden Fall auf den Winter verlegen, denn wenn das Handy hier läuft, dann kriegt man definitiv keine kalten Finger mehr. Dein Handy wird auch so heiß beim Zocken, ne? Ja. Ja, okay. Njam, 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 njam. Okay, Lapis Lazuli hätte ich auch so abgebaut. Scheiße, egal. Wir brauchen ein paar Diamanten. Wir bauen ein paar Äxte und so. Vor allem Spitzhacken. Ja, das klappt ja super hier mit den Treppen. Will mich verarschen? Baukünstler Matthias. Ja, der macht die Treppen irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Doch, jetzt. Lass mich raten, es liegt am Spiel. Nein, ja, ich hab nur die Treppen irgendwie. Du hast alles richtig gemacht, aber das Spiel will nicht. Treppe irgendwie falsch eingebaut. Ich brauch nochmal 4. Ja, die mal falsch rum, so quasi nicht. Wie viel stöckig wird das denn? Ich baue gerade erstmal die Eingangstreppe. Was heißt denn Eingangstreppe? Zur Haustür. Ach, ist die Haustür nicht auf Höhe des Bodens? Nein. So. Dann hätte ich mal eine schöne Bodendekoration nicht machen können. Ihr könnt ja mal wetten, wie lange es jetzt dauert, bis ich Diamanten finde. Was tippst du jetzt von diesem Moment an? Ich bin also auf der richtigen Höhe. Das sind 16 Minuten. Moment. Alter, wie behindert ist das denn hier mit den Treppen? Nee, ich kann keine Treppen bauen. Die Treppen sind böse. Jetzt hat das doch. Jetzt in ihrem Kino. Angriff der Supertreppen. Ich weiß, wenn du ganz cool bist, dann baust du einfach noch einen Lüfter dahin. Schreib mal Notch an, du möchtest noch einen Lüfter haben in Minecraft. Ah, apropos, das können wir jetzt mal eben noch diese Zeit, wie ich hier unten noch am Rumtüllen bin, können wir mal nutzen. Ich habe nämlich gestern noch ein paar Sachen gelesen. Interview mit Notch, also den Leuten von Mojang. Oder heißt das so, ne? Bist du gerade rausgegangen? Ja, schon. Nee. Auf jeden Fall mit den Leuten von. Die Firma heißt noch Mojang, ne? Ja. Also es ist geplant, Höhlen in zukünftigen Versionen von der Minecraft Pocket Edition einzubauen, aber nur als Add-on für wirklich leistungsstarke Geräte. Also Matthias eher dann. Die Chancen sind dann eher nicht so groß, wobei es ja eigentlich bei ihm eigentlich relativ flüssig läuft. Läuft doch top. Besser als auf dem Laptop. Ja, gut, das ist ja auch das richtige Minecraft, ne? Ja, und dann noch, was habe ich sonst noch gelesen? Tiere züchten soll dann irgendwann mal noch gehen und. Was war denn dann noch? Gut, unendliche Welten sind möglich. Unendlich? Mhm. Ja, also quasi wie im richtigen. Normal, das ist halt so ein Riesen. Also die ist ja quasi fast schon unendlich, kann man sagen. Also, ja. Wenn sich das mal überlegt, wie groß die Maps da sind, also das ist schon wirklich. Das ist schon relativ groß. Genau, so. Wie hoch machen wir das? Drei? Ach, jedes Mal. Drei Dinges müsste reichen fürs Haus, ne? Also drei Klötze hoch. Vier. Vier? Würde ich sagen. Pro Zimmer? Keine Ahnung, musst du entscheiden, wenn du drin bist. So, ein bisschen Kohle noch. Drei. Ich guck mir das jetzt mal an. Da hinten ist auch noch Kohle. Jetzt mal gucken, dass wir irgendwann mal ein paar Diamanten mal hier an den Start kriegen. Gibt's doch nicht. So, dritte Ebene ist fertig. Ein paar Diamanten wären definitiv nicht verkehrt. Ich habe allerdings auch noch kein Gold gefunden.
Eisen ist. Das ist doof. Eisen, Gold ist noch nicht so viel. Ja, Gold ist ja eigentlich egal, aber brauchst ja nicht. Außer wenn du diesen Nisa-Reaktor baust, aber. Ah, klar, Redstones. Ja, eigentlich, weil das Gold, das bringt dir ja so oder so im Endeffekt nichts, weil. Oh, fick dich doch, du dämlicher Treppenaffe. Das Jute. Redstone. Warum? Das Jute Redstone, was man nicht benutzen kann, auch immer wieder gut. Hauptsache, warum bauen sie es denn schon ein, wenn's. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man es abbauen kann. Ich kann es aber probieren, aber. Wo ist es? Hier, guck mal. Alles klar. Nee, da kommt nichts raus, wenn du baust ab. Also die Blöcke gehen kaputt, aber es kommt einfach nichts. Ja, das ist top. Ich habe auch beim letzten Mal. Bei meiner alten Welt, ja gut, wenn du es nicht abbauen kannst, ist ja egal. Ne? Ich habe das jetzt alles kaputt gedroschen, weil ich erstmal nicht gemerkt habe, dass man es nicht abbauen kann. Ja, aber da ist eh so viel in der Erde von. So, noch ein paar Fackeln, damit es auch schön hell ist hier. Aber leider finden wir noch keine Diamanten. Das ist etwas schade. Weil? Ja, Diamanten sind immer wichtig eigentlich. Ja, da zumindest mal ein bisschen Eisen oder so. Das Eisen ist auch noch wichtig. Ich wollte sagen, zum Anfang ist es erstmal. Aber ich finde die ja weder noch. Ist ja auch nicht gerade jetzt so ultra spannend, wenn man hier unten jetzt in der Gegend rumdödelt. Die ganze Zeit und die Kacke sucht. Ja, ist schon richtig. Deswegen baue ich jetzt gleich noch zwei Blöcke nach links und dann geht's dann zurück. Ist mein Holz auch schon wieder verbraten? Ich baue noch jede Menge. Man muss aber dazu sagen, immerhin pflanzt da auch nichts Neues. Was? Hab ich doch. Fick dich. Fick dich mit deiner Mutter geboren und so. Ja, ich baue jetzt erstmal einen Ofen hier und mach mir Glas. Jetzt reicht's mir. So. Ofen. Ofen bauen. So. Zeit für den Rückweg hier. Jetzt buddeln wir uns hier lang. Unter die Treppe. Unter die Pep Gardiola. Ja. Zu. Ah, jetzt wird es auch schon wieder hell, das ist schon mal gut. Du könntest mal noch ein zweites Bett bauen, mach die mal nützlich. Ja, wie geht das denn überhaupt mit dem gleichzeitig? Ja, muss nur gleichzeitig in der Kiste. Das kennst du doch. Ja, was ist das Problem? Der eine geht in Bett, der andere geht in Bett und dann wird hell. Ah, oh, da sind sie! Dias. Un Ada de Dias, da ist das Ding. Bock. Bock 1, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier? Wäre natürlich gut, wenn wir noch ein bisschen mehr hätten. Na, okay, das ist leider jetzt nicht wieder. Au! Lol! Eine dicke Diamantenader und noch schöne Goldader hinterher. Stop. Sagte er in der Hoffnung, dass er welche von den Diamanten abbekäme. Ich kann mir eigene suchen. Ja, viel Spaß, die blauen Eier in der Erde zu suchen. Sei unbewusst, habe ich ihn hier noch mal eben. Hier ist so eine Kiste. Mal eben eine Schüppchen. Lieber Matthias, haben wir noch Fragen? Ah, der Kaffee ist bestimmt schon kalt. Bitte rede laut und nicht immer nur nuscheln. Ja, ich habe gerade nur für mich eben hier mir eine Schippe gebaut. Du nuschelst immer in deinen imaginären, aber teilweise auch vorhandenen Part. Das war hinterher so krank in dieser irgendeiner Map, die ich mal hatte. Da war einfach hinter die ganze Map unten war komplett mit Gängen voll. Ja, bei mir auch mal einer. Alles so alle drei Felder, so ding, 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 ding. Ja, ich lasse zwischen den Gängen natürlich immer zwei Platz. Ja. Ja. Ja, sag ich ja, alle drei Felder. Alle drei Felder. Professor Bildmann, Professor Matthias. So. So. Wie nah man da ran muss, um diese Klötze aufzusammeln, wenn die rumliegen. Sei doch froh, wenn deine Klötze noch nicht so weit entfernt sind. Mhm. Hat die Schwerkraft noch nicht zugeschlagen. Ja. Hier spackt schon mal so ein Huhn im Wasser rum.
da? Was machst du da? Mal gucken. Ich mach mir jetzt erstmal Glas, damit ich mal in meine Bude hier ein Fenster reinkriege. Genau, bau uns mal so einen schönen Bong in die Bude.